liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Ein Leben und ein Tod. Wir sind im Singleplayer und wir haben hier etwas gefunden. Ich habe schon mal reingeschaut. Die Aufnahme ging nicht. Deswegen bin ich jetzt nochmal hier und zeige euch das einfach nochmal. Also wir haben hier eine Höhle gefunden. Das ist die erste und die zweite wäre da. Irgendwo müsste eine dritte sein wahrscheinlich. Ja, vielleicht da. Aber das wissen wir noch nicht. Da müssen wir gleich mal hingehen. Also, wir werden mal hier reingehen. Ich habe mal, wie gesagt, noch nichts abgebaut, aber ich habe schon mal reingeschaut. Die Körbe waren alle leer. Das ist leider so. Warum auch immer. Also, das nehmen wir mit. So, wir haben was zum Trinken dabei. Genau, sehr gut. So, wir haben auch eine Taschenlampe, nämlich die an der Waffe. Und hier gibt es Kohle und auch Eisenerze und so weiter. Ich werde das mal ein bisschen sammeln. Und mal schauen. Also hier ist nichts drin gewesen. Also das Glas, aber das kann ich jetzt mitnehmen. Wir brauchen ja ein bisschen Potassium. Potassium an sich gibt es in der Höhle nicht, nur in diesen Stalagmiten. Und die Stalagniten müssen wir natürlich abbauen, um da was rauszubekommen. Ich hoffe, ich habe Glück und da kommt was raus. Wie dem hier nämlich nicht drin ist. Da ist nichts drin. Ja, der Schatten ist ein bisschen low eingestellt. Könnte ich mal höher stellen. Ist zwar doof für euch, dass ihr gleich nicht sehen werdet. So. Aber naja, so ist das halt. Kann ich alles haben. Mal so 10 abbauen. Ist jetzt wunderbar, die Arbeit mit euch zu teilen. Ich hoffe, die Aufnahme geht diesmal. So, hier ist auf jeden Fall Eisen und auch Blei. Nehmen wir auf jeden Fall Blei mit. Für die Schützen zum Bauen. Eisen natürlich um Werkzeuge zu bauen. Okay. Ich habe natürlich jetzt keine. Natürlich echt schlecht. Aber ist nicht so wild, wir werden uns mittel unterhalten. Also ich habe vor, mit den Eisen natürlich mehr Werkzeuge zu basteln. Und dann kann man ja auch mit diesen Eisen auch die Eisenspitzen herstellen für die Pfeile. Also von daher ist das immer ganz lustig, wenn wir da etwas haben. Für uns alleine ist natürlich, wir sind jetzt wieder allein, die zwei Kollegen sind nicht da. Wir werden jetzt also hier ohne die Kisten rumhämmern und so. Die haben wir nur bei den Looten geholfen, damit das nicht wieder so eine langsame Folge wird. Selbst da haben wir nicht alles geschafft. Ihr seht, also ist ein bisschen schwieriger das Ganze mit den Loot. Das ist, sieht aus wie Blei, genau. Oh, gab es auch hier Kohle. Aber da haben wir auch draußen noch ein paar Vorkommen. Das wäre dann jetzt das nicht das Problem. Kohle ist jetzt nicht mehr so rar wie früher. Mit den runterfallenden Blöcken ist natürlich immer schwierig. Kann man sich auch schnell mal töten. Das Eisen. Das merkt man schon an der Länge, wenn man dran hämmert. Sehr gut. So, das ist nichts für uns. Wir wollen auch nicht so lange hier bleiben.
Ich möchte hier noch versuchen, da die andere Höhle zu finden. Also, in der hier oben war ich schon drin. Da ist jetzt. Also, der hier war ich schon drin. Da ist nicht viel drin. Da ist hier mehr drin. Waren zwar viele Leichen, aber alle waren leer. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Nehmen wir einfach hier hin. Das scheint nach Kohle auszusehen. Nee. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Pickaxe darf auf jeden Fall nicht kaputt gehen. Das heißt, wir reparieren die gleich mal wieder. Natürlich die vergessen, die Folgezeit einzustellen. Machen wir mal so. Okay, es wird hell. Lucky, glaube ich. Sehr lustig. Hallo, Bob. So. Ja, das, da ist noch so viel drin. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Schau, wir haben jetzt noch Nieten mit welchem. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen noch, die wir hier abbauen können. Da drüben ist noch sehr viel Eisen und Blei drin. Und das war's eigentlich schon fast. Also nicht viel, aber ist ja auch nicht immer über viel sein. Da kommt man dann nicht mehr nach Hause. Okay. Nehmen wir doch die mit. Und dann gehen wir kurz mal auf die Suche noch nach der anderen Höhle, ob da noch was ist. Jo. Ihr habt ja gesehen, in der letzten Folge, der Wunschox wurde getötet. Mit meiner Magnum. Schnief, schnief. Wenn wir jetzt hier so schauen, können wir uns auf jeden Fall ein bisschen Munition herstellen. Wir brauchen bloß noch eine neue Magnum. Wäre ja auch mein Ziel, jetzt sich langsam aber sicher das Minibike zusammen zu sparen. Also alle Teile für die Minibikes, die werden jetzt gesammelt. Mal schauen. Da war nichts drin. Mal schauen, ob wir da was hinbekommen. Mittlerweile können wir auch gelbe Sachen bauen. Wir sind jetzt Level 20 im Übrigen. Level 20. Sehr gut. Steine brauchen wir auch mal noch zwei. Ja. Egal, Kohle ist nicht so wichtig, wie wir schon festgestellt haben. Okay. Gehen wir mal nach oben und gehen mal an die andere Seite. Wir haben jetzt 7 Natrium. Werden wir noch gleich ein bisschen was sammeln gehen. Hier noch eine Fackel, die habe ich irgendwo hingetan. Genau da.
So, da habe ich sie. Sieht man ein bisschen nach mehr. So, wir gehen mal nach Norden. Wie gesagt, da denke ich, könnte auch noch eine Höhle sein. Das sind meistens immer so 3-4 Stück in der Nähe. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Kohle auf dem Weg. Da ist auf jeden Fall noch ein Zeltlager, da gehen wir auch gleich noch rein. Das ist ja geil, der Berg hier. Der Berg ist einfach nur geil. Okay. Das scheint nicht zu sein. Gehen wir mal dahin. Ist ja gut. Die Eisenspitzen sind echt geil. Munition ist immer gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann looten wir doch mal ganz kurz. Schauen, ob wir hier irgendwas finden, was wir brauchen können. Nicht wirklich. Dude. Nix drin. Da haben wir auch schon besser. Das auch. Wir hatten es zumindest mal besser. Das habe ich ja, glaube ich, entfernt. Müsste noch in der Kiste liegen, aber. Keine Ahnung. Nix, was wir hier brauchen können. Also weiter geht's. So, wo muss man hin? Dahin. Ein bisschen entdecken gehen, ne? Alles klar. So, wir werden dann auf jeden Fall noch ein paar Stalagmiten machen müssen. Denn hier ist ja keine Höhle. Wird man die andere Höhle gehen, euch die mal noch zeigen. Dass ihr die auch mal gesehen habt. So, noch schon das Zeltlager hier. Ich noch nicht. Das haben wir auch schon besser. Scrap. Können wir die Shotgun nachladen, ne? Auf jeden Fall nicht mehr all mehr. Das ist klar. Müssen wir mal schauen, was die hier ist. Da ist 103. Der könnte besser sein. 135, einer. Tja. Nehmen wir die. Und sie ist gelb. Sie ist gelb. Sehr gut. Meine gelbe Shotgun. So. Wir wollten noch mal schnell. Hier ist das Loch. Mal nach da kurz gehen.
einfach mal gucken, ob hier denn irgendwo noch was ist, was vielleicht so aussieht wie eine Höhle. Wie gesagt, wo eine Höhle ist, sind meistens noch mehr. Vom Biom her. Hier ist nichts. Gehen wir nochmal in die Höhle. Wir sind da, ist ein Haus. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und schleichen uns mal wieder davon. Da wollen wir nicht entdeckt werden. Okay. Die Höhle. Sehr unscheinbar. So. Cool. Nicht die Beine brechen lassen. Nicht die Beine brechen. So. Ja, sehr eng. Hier ist der nächste. Hier liegt noch einer. Und da liegt noch einer. Und hier wäre dann die Höhle, die nicht so viel so hat, wie man die andere sieht. Aber sind auf jeden Fall Ressourcen auch hier drin im Gang, die wir abbauen können. Hier oben waren die, glaube ich. Ja, hier. So. Wir nehmen die mal und tun die in die andere Seite. Jetzt immer mehr. So. Ressourcen bauen so eine Stunde im Game und dann gehen wir los. Und dann verabschieden wir uns nämlich auch schon wieder. Das, ja, die Suche nach Höhlen ist nicht so einfach. In dem Multiplayer, wo wir jetzt live gespielt hatten, haben wir gar keine Höhle gefunden in der Nähe. Kann man eigentlich nur noch umziehen. Ja, der Timer sagt, wir sind gleich am Ende. Dann werden wir uns auf jeden Fall einen Stalagniten holen. Wir brauchen auf jeden Fall Stalagniten. Kohle habe ich noch zu Hause. Und können wir unterwegs auch noch welche holen. Eisen haben wir jetzt auch. Blei haben wir auch. Zwei dieser Natriums. Und dann gehen wir nach Hause, würde ich sagen. Dann reicht das erstmal. Für so eine Antibiotics reicht ja rein theoretisch ein Natrium, wo wir natürlich ein paar mehr haben. So 5 Stück bräuchte ich schon. Einfach für alle Fälle. Und dann haben wir auch den Druck nicht mehr mit den Pillen. Die Sonne geht auf. Okay. Mushrooms. Endlich haben wir ein Atrium. Und wir haben Blei. Und wir haben Schießpulver. Das ist sehr gut.
können wir uns auch alle mögliche bauen, wie Minen, wie Bomben, wie alles mögliche. Wir müssen aufpassen und Pickaxe nicht kaputt machen. Und dann würde ich sagen, wir flitzen nach Hause. Okay. Das ist mein Haus. Ich habe nämlich mittlerweile einen Schlafsack gelegt. Weil das ja auch die Zombies in der Nähe weglässt an den Spawn. Im bestimmten Blockbereich, dass da keine Zombies spawnen. Aber der Berg da ist echt geil, ne? Es ist darauf eine Stadt zu sein. Das ist, also wenn ihr einen Berg seht, der so aussieht, ist meistens obendrauf eine Stadt. Irgendwie Kohle gewesen oder so. Mal schauen. Ob ich rechtzeitig nach Hause komme. Ich glaube, in den Game komme ich nicht heim. Noch nicht gelootet. War ich noch nicht. An der Ecke. Okay, wir laufen langsam mal. Da drüben ist schon unser Haus, also wir sind gleich da. Ich möchte nur mal wegen der Kohle gucken, ob ich hier noch Kohle finde. Da müsste sie liegen. Der Bär ist links. Ja, hier liegt welche. Nehmen wir mit. Brauchen wir für Schießpulver. Können wir eigentlich schon mal das hier klein machen? Ja. Bär, wenn ich den höre. Ja, ist ja gut. Gerne. Den nehmen wir noch mit. Ob ich jemand sieht oder hört. So. Okay, weg.
holen? Nee. Sah nur so aus. Okay, lass uns mal gehen, liebe Leute. Ist auch noch ein Bär. Leckt mich doch alle. Ist irgendwas drin? Ein Ei. Gut. Da oben ist er. Meine Obermieter machen wieder Lärm. So. Und was wir jetzt hier noch looten und ausräumen und ausweiten, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich werde ein bisschen craften und so weiter. Und werden wir es wiedersehen. Mal gucken. Bis gleich. Tschüss.